Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei TCGO, Pokémon Sammelkartenspiel Online. Nun ist es endlich soweit, Breakpoint ist nun endlich online. Ja, auf Deutsch, Turbofieber, wie schon gestern oder vorgestern erwähnt. Beim Einloggen bekommen wir 3 Booster Packs der neuesten Erweiterung. Und it's a big game. Oh. 50 Wins. 5 Stunden? Ne, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich heute definitiv nicht. Ja, dann muss ich leider darauf verzichten. Leider ist es hier auf Englisch noch, der Titel. Aber ihr werdet natürlich die deutschen Thumbnails sehen. Na, Ticket kannst du dir sonst wohin schmieren. Das brauche ich nicht. So, Angebot abgelaufen. Schade. Naja, was soll's. Gut. Dann gehen wir eben kurz in die Sammlung rein. Und öffnen die Booster Packs. Und das sind bestimmt alles englische Karten. Leider. 30 englische Karten. Ich hoffe mal, die sind auf Deutsch. Die Packung ist ja leider auf Englisch. Da kann ich nichts für. So. Ich bin gespannt. 30 Karten kriegen wir geschenkt. Und ich sehe gerade, ja, die sind alle auf Englisch. Und jetzt kann ich das nicht mal durchlesen. Das ist doch eine Scheiße, ist das doch. So, Moment mal. Ich muss mal kurz... Ich war so aufgeregt, dass ich das glatt wieder vergessen habe. So, was haben wir hier? Ein Pixie und ein Pixie. Toll, jetzt kann ich das hier nicht durchlesen, weil das auf Englisch ist. Irgendwann eine Basic-Karte, irgendwie 40 HP und macht 10 plus mehr Damage oder was? Bekommt 40 HP und macht 10 plus mehr Damage. Okay. Bursting Balloon. Och, das ist... Sowas ist scheiße. Sowas ist einfach nur scheiße. Jetzt kriege ich 30 Karten und weiß damit nichts anzufangen, weil ich nicht das Ganze übersetzen kann. Also mein Englisch ist nicht so gut. Immerhin haben wir ein Pipi, das von einem Hypno im Hintergrund. Oh, Geisterbund des Gyarados und ein Geisterbund Mega Sherox für Mega Sherox. Zeputze, Pam Pam Neues, ein Mogel, Baum und eine Stadiumkarte und ein anderes Pandrago. Oh, das sieht ziemlich nice aus. 90 Schaden. This Attack Damage ist ein öffnender. Hat keine Resistenzen, wie es aussieht. Oder macht keine Resistenzen. So, die nächsten 10 Karten. Kaumalat. Ratzfatz. Ein Gramokles. Jawohl, ein Gramokles. Und irgendeine Trainerin. Discard any Stadium. Ach komm schon, ey, das ist doch kacke. Das ist wirklich kacke. Und ein Unratütox. Nein, ein Deponitox. Entschuldigung, Unterdrückung war die Vorentwicklung. So, fertig, das war's. Jetzt habe ich 30 Karten, mit denen ich nichts anfangen kann. Ist das nicht schön? Ist zumindestens das. Was ist das denn jetzt hier? Nee, die sind immer noch nicht. Okay, die sind... Okay, dann warte ich. Ich werde mir ganz sicher nicht die englische Packung kaufen. Das könnte knicken. Ist ja alles hier auf Englisch. Da muss ich wohl noch ein bisschen warten.
bis das Ganze wieder auf, wenn das, bis das auf Deutsch verfügbar ist. Aber 200 bisschen teuer, oder? 95 ist ja noch okay. Ja, eigentlich auch ein bisschen lol. Was haben die hier mit den Preisen gemacht? Mich wundert da die Dinger hier noch nicht. Naja, gut, was soll's. Dann warte ich, bis das Ganze mal hier auf Deutsch endlich mal verfügbar ist. Finde ich schade, dass es nicht sofort gemacht wurde. Aber als Nick, aber ich werde mir das Luxtra-Deck holen. Da ich ja ein Quajo zu besitze, warum soll ich mir noch eins holen? Das werde ich mir irgendwann mal holen. Aber ich möchte ja natürlich auch neue Karten haben. Naja. Was soll's. Für 200, ey. Nee. Ey, das ist jetzt ein bisschen arg scheiße. Muss ich mal sagen. Ein Hundemon kriegt man dort und drei Booster Packs für 600. Ah, da muss man mir schon garantieren, dass da irgendwas ist. So, Anleitung. Kann man noch neu spielen? Nö, okay, einmal und nie wieder. Okay. So, Versus Modus. Wir müssen. Habe ich überhaupt meine Herausforderung noch oder wurden die jetzt gelöscht? Nein, die habe ich noch. Oder sind das 5 Tage? Weiß es jetzt nicht. Egal, wir haben noch unsere Herausforderung. Die möchte ich noch gerne weitermachen. So, das ist ein bisschen so, Universaldeck. Und ernsthaft, das ist auch alles auf Englisch. Gut, dass ich mein Dialga nicht auf Englisch habe. Oder sind jetzt alle Karten auf Englisch und die werden irgendwie später dann zu Deutsch übersetzt? Och nö, ne? Also gerade war Admorai noch Deutsch. Och nö. Du hast zumindest von uns verloren. Ja, ist mir eigentlich völlig egal. Oh, jetzt wird es erstmal alles geladen. Ne, Tackle. Oh, das ist auf Deutsch. Oh. Dein Gegner hat keine Basiskarten-Pokémon und nutzt nun Mulligan. Was auch immer Mulligan heißt, sobald du die Spielvorbereitung abgeschlossen hast. Das ist auf Deutsch. Und das ist auch. Oh. Aber gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch 1-2 Tage warten. Er hat auch nur englische Karten. Wie es aussieht. Jammer, schade. Gut, dann warten wir noch die nächsten Tage ab. Und hoffen, dass ich ein Duracles. Ja, ich möchte eine Karte ziehen, danke. Was haben wir denn hier? Ein Regieis. Das ist gut gegen X. Okay, das Schlachtfeld wurde nicht geändert, aber die Animation. Wir müssen das erstmal unter die Lupe nehmen. Okay, die Animation ist gleich. Wieso war die gerade anders? So. Was machen wir denn? Wir machen. Ja komm, wir sind mal jetzt so unfair. Machen einfach das. Und machen Tackle. Schwäche. Und holen gleich uns ein Bronzong. Das können wir auch sehr, sehr gut gebrauchen. Da, die Animation. Die sah voll anders aus. So. Heiko. Ich hätte gerne einen Bronzong. Warum ist das denn jetzt auf Englisch? Ich hatte das auf Deutsch gehabt. Ach,
kotzt mich hier an. Ja, wahrscheinlich dauert das noch, bis sie da mal gefixt haben. Weil ich weiß definitiv, dass dieses Bronzong gestern noch auf Deutsch war. Ich will den alten Patch. Naja, das dauert wohl noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Ja, das war's. Ja, das war ein schneller Sieg. Und das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, ich habe 10 Schaden gemacht. Tja, das ging schnell. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal was Gutes. So, Metang auch Englisch. Capono. Englisch, Englisch. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ich will nicht auf Englisch spielen. Ich bin Deutscher. Ich habe das gestern alles auf Deutsch gehabt. Immerhin kenne ich meine Karten. Ansonsten... ansonsten hätte ich ein wenig Probleme. So. Oh nein, einer mit Splitterschuss. Och nö. Och nö, einer mit Splitterschuss. Aber das ist schön gemacht worden. Das ist schön gemacht worden. Man muss jetzt auch mal ein paar positive Aspekte sehen. Nicht mehr so ein blödes Ausrüstungszeichen, sondern jetzt sieht man auch, was das ist. Das ist schön. Er kann jetzt angreifen. Eigentlich kann ich schon wieder aufgeben. Splitterschuss. Okay. Ein Knackleon. Immerhin kann ich weiterkämpfen. 3 Karten. Ein Benny, ein weiteres Capono. Was legen wir denn? Wir legen da einfach jetzt mal eine Energiekarte ran. Und er wird dann Splitterschuss. Nämlich. Eigentlich kann ich schon aufgeben, weil sein. Das, dieses Mewtwo mit Splitterschuss, das ist so krass. Es ist einfach so krass. Das muss man in einer Runde down kriegen. Ansonsten hat man Probleme. Loading. Ach, dieses Kill, ja. Er hat das von 2. Ist okay. Ist ja okay. Ist okay. Kann ich schon direkt aufgeben und ich habe da auch keinen Nerv zu. Was habe ich denn hier wieder für Gegner? Und ich sehe aber auch momentan wieder nur Scheiße, ne? Ich habe jetzt auch gar keine Chance irgendwie da zu kontern, weil er einfach jetzt schon übermächtige Karten hat. Also dieses Mewtwo mit Splitterschuss, das ist wirklich krass. Das jetzt alles Niederlagen. So komme ich nicht weiter. Ich muss oder so mir mal ein richtiges Deck bauen und das Problem ist, ich mache das ja in Kombination mit den Herausforderungen und das ist eigentlich richtig Schäse. Und diesmal will ich nicht anfangen. Alter, was hast du denn da für ein Deck? Mit einem Pyroleo. Das sieht ja geil aus. Aber ich denke mal, dass er richtig krasse Karten hat. Jetzt kommt eine EX nach der anderen. Eigentlich kann ich jetzt schon wieder aufgeben.
Nee. Ein Flimli. Wally heißt er also auf Englisch. Interessant. Das hat nicht geklappt. Wieso hat das nicht geklappt? Okay. Aber hat... Moment mal. Ah ne, okay, 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 ist ein anderes FM. Okay, okay, okay. Ich habe mich gerade an das andere FM mit den Lags, dass das ja immer 10 Punkte heilt. Habe ich hier ganz vergessen, dass das nicht ist. Jetzt hätte ich gerne eine Ohafte gebraucht oder irgendeine Ivo Heiko Sache. Mache ich denn jetzt? Schwäche. Muss ich gleich ihn reinpacken. So. Noch ein Tackle. Mein Gott, was ist jetzt los? Ich hab irgendwas im Hals. Wundervoll, Selka. Es ist Englisch. Die meisten Karten sind jetzt wieder auf Englisch, ne? Ich hoffe mal, die werden alle auf Deutsch übersetzt. Bis auf das eine Evo-Serb, was auch komischerweise auch nicht auf Deutsch ist. Das ist ja schon geil, wenn ich das habe. Jetzt fehlt mir noch halt Vibrava. Jetzt weiß ich nicht, was Mountain Munch macht. Discard the top card of... Das ist so jetzt... Ich krieg gerade Kopfschmerzen. Ich muss auch noch mein Gehirn noch anstrengen wegen Übersetzen. Ah. Lege die oberste Karte von deinem Deck deines Gegners auf seinen Ablegestapel. Wir machen Lebensschelle. Es wäre schon nice, wenn jetzt ein Privi Brava kommt. Das Knackleon hält nicht so viel aus. Warum packt ihr nichts auf seine Bank? Das macht mich nur ein bisschen stutzig. Oh nein. Von wegen hält nichts aus. Er hat extra drauf gezielt. Was? Warum macht er jetzt der Doppelkick ein? Was soll das? Nee. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Warum hat der Doppelkick eingesetzt? Nur um mich da zu trollen? Nicht mit mir. Und wieder ein Lose. Ich werde auch nur die Herausforderung machen. Das Problem ist, ich möchte ja nicht. Ich möchte die ja nicht. Wie heißt gleich? Offscreen machen. Erstens, wenn ich gewinne, komme ich nämlich in Versus-Modus weiter. Das heißt, ich möchte schon gerne genau an den Tag, bis zum letzten Tag, mit euch gemeinsam das machen. Und das mache ich nämlich in Kombination. Und momentan habe ich echt scheiße geworden mit den Dingern. Ich bin froh, wenn ich jetzt eine Herausforderung abgeschlossen habe. Die Metall wäre am besten. Da muss ich Schaden machen. Und ich habe nicht so viel Metallmonster. Ich muss das Deck gleich umbearbeiten, damit ich das gleich mal ein bisschen schneller hinkriege.
Deswegen habe ich versucht, nämlich mir Metallmonster zu holen, dass ich ein bisschen mehr habe. Also Pokémon-Karten. So. Erst dran. Der ist inaktiv oder... Was ist hier los? Kann er sich nicht entscheiden? Ja. Bin ich dran? Oder soll er dran sein? Bin ich? Eigentlich hätte man erschienen, ey. So, Panzer Aeron. Warte, ich hab doch Gramokles. Ich muss da gleich mal nochmal gucken. Oh nein, der sagt mir nicht, das ist so ein Typ, der Internetprobleme hat. Das kann sich jetzt um Stunden handeln. Bitte warte, der Gegner wählt dein aktives Pokémon aus. Dein Gegner wählt das Starter-Pokémon aus. Warum Starter? Ist doch... Warum heißt das nicht? Wählt das, Bank-Pokémon aus. Das ist doch besser als Starter. 30 Jahre später... Guck, es ist gerade so langweilig, dass ich schon gehen muss. Ich penne hier gleich nur ein. Obwohl ich erst wach werden muss. Was haben wir denn da? Ein Bisoflor EX. So, dich doch. Jetzt gerade stand auf Deutsch, jetzt wird es auf Englisch. Das ist so komisch. Naja, ich hoffe mal, dass die das mal im Griff kriegen. Weil, um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich Lust auf Englisch das hier ganz zu spielen, weil da gibt es ja Karten, die ich nicht verstehe. Ich versuche jetzt einfach mein Glück mit auf Iron Wing zu kommen. Also Stahlflügel, glaube ich, heißt das. Ja, Iron ist natürlich Stahl, Eisen. Ich denke mal, Arwen ist Stahlflügel. So. Wie sieht's aus? Was ist los? Er macht nix. Gerade alles scheiße. Das ist alles scheiße. Wir legen eine Kampf an, machen Schlitzer. Wieso setzt hier nichts an? Was ist da los? Pennt er wegen seiner Zügen ein oder während seiner Zügen ein? Ja, ich weiß es nicht. Okay, nee, ich werde jetzt Sanna spielen. Ja. Will ich tun. Sonst würde ich das nicht spielen. Ein Heiko. Irgendwas gefällt mir jetzt gerade nicht. Wieso legt er einen Bisoflor X hin, setzt nichts an, keine Energie und legt nichts auf der Bank?
Irgendwas hat er doch vor. Wenn er nicht spielen will, dann soll er aufgeben. Weil so macht das ja auch keinen Spaß. Entweder ärgert man sich oder man ärgert sich. Trotz, wenn man gewonnen hat. Weil das einfach nur gerade ein bisschen sinnlos ist. Naja, ich kann gerade nichts machen. Mir fehlt eine... I can't move. Du kannst dich nicht bewegen? Wieso das denn nicht? Aha. Auch nur 5. Yeah, mein erster Sieg. Ich bin so happy. Ja, ein Sieg. Und haben wir das abgeschlossen? Yes! Oh. Hervorragend. Endlich ist das abgeschlossen. Was weiß ich? Hier, das nehmen wir. So. Deckmanager. Warte mal, das Turnierdeck, das lösche ich eben. Dragoran EX, kann man auf EX, egal. So. Einmal kurz alles mal wegmachen. Eben kurz alles mal wegmachen. Weg, 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 weg. Macht alles weg hier. So, Energiekarten. Auch weg. So. Energiekartentyp. Drache. Da können wir jetzt mal ein bisschen, durchgucken. Was nehmen wir denn? Wir nehmen das Trikephalo mit. Dann nehmen wir das Uhaf natürlich mit. Wo haben wir dann jetzt hier FM? Wir nehmen das jetzt mit einfach mal. Wir nehmen das auch mal mit. So. Ja. Hier habe ich zwar die beiden Entwicklungen, da fehlt mir aber die Dingensentwicklung. Aber das reicht mir nicht aus. Ich muss jetzt auch noch auf was anderes gehen. Ich würde sagen, wir haben tatsächlich gerade Dragoran noch mit und halt unser. Nee, hab ich ja nur eins von. Dann geht das nur so. Sekrum lassen wir zu Hause, obwohl. Eine Feuerkarte nehme ich mit. Das ist nicht so das Problem. Nehme ich genau eine mit. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, das Knackleon. Oh, jetzt muss das erstmal hier alles laden. Kaum mal lad. Ein Knacksel habe ich nicht. Und was ratzfatz. Domiplex. Hier. Knackleon. Pampa, Muggelhee, bla bla bla. Vulcano. Lilip. Ein anderes Amurzel. Zu Purzel oder so. Grammokles. Das ist gut. Ich hab da bei Gramm. Das ist so geil. Ich weiß es auch nicht. Aber ich hab leider das andere Mewtwo EX. Aber ist ja egal, ich kann dadurch trotzdem noch die Mega-Entwicklung an anderes Croissant. Vielleicht eines der neuen. Picolente Svaroness. Immerhin. Picolente und Svaroness, das ist gut. Gut. Dann. Was haben wir denn? Wisst ihr was? Wir sind erstmal. Wir sind krasse Leute, ne? Wir sind krasse Leute. Ich werde jetzt. Wo haben wir das? Ich werde tatsächlich jetzt Psychokarten eingepacken.
Und zwar werden wir das und das natürlich mitnehmen. Nur einmal, weil ich hab's nur einmal. Dann werden wir einen Gladagadi einstecken. Welches nehmen wir denn? Wir nehmen das hier mit. Und Trassler, Trassler, Trassler. Wo haben wir einen Trassler? Ach, das ist jetzt alles Englisch, ne? Wie heißt ein Trassler auf Englisch? Kack, da. Rolls, genau, mit R. So. Komm, wir machen da noch ein und ein Kilja. So. Dann machen wir Folgendes. Wir haben eine Kampf. Eine Feuer. Wir nehmen die unendlichen Karten mit. Eine Feuer. Zwei Blatt. Eine Blitz. Eine Blitz. Eine Blitz. Genau drei Blitze. So. Psycho und Finsternis. So. Und den Rest machen wir so. Aber Moment, ich brauche ein bisschen mehr Psychokarten. Dann werden wir jetzt tatsächlich ein Gladagadi mitnehmen. Das reicht vollkommen aus. Dann können wir nämlich noch drei Psychokarten mitnehmen. Und dann müssen wir genau gucken. Hier brauchen wir die Unlicht. Finsternis, sorry. Hier brauchen wir Blatt. Da brauchen wir ein Blatt. Brauchen wir ein Blatt, Kampf, eine Kampf, eine Feuer. Und hier ist das eigentlich völlig Fumpe. Wir brauchen sogar nur zwei uninteressante machen. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, speichern. Wir benutzen Dit. Ja. Was? Vollständig? Unvollständig? Wie unvollständig? Moment. Wenn das so ist. So. Warum ist das unvollständig gewesen? Was ist denn jetzt hier passiert? Habe ich irgendwas rausgehauen? Nö. Egal. Passt alles. Und dann legen wir los. Wo haben wir das denn hier? Kann man das hier nicht irgendwie anders regeln? Weil ich sehe das gar nicht. So. Jetzt bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Wenn wir mir dieses Deck irgendwas reißen. Aber das haben sie noch nicht übersetzt. Das kommt erst mal bei der nächsten Erweiterung. Es wird alles nach und nach. Kommt das alles auf Deutsch. Fängt ja schon mal wieder gut an. Obwohl so viele Energiekarten hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen, ne? Wenn ich so überlege. Ich kann ja auch was zurückholen. Stimmt ja. Stimmt ja. Na egal, ich habe jetzt extra alles abgedeckt. Ist ja nicht ganz verkehrt. Ja, ich möchte gerne neue Karten ziehen, danke. Ein FM. Und wir haben Benny, das ist schon mal gut. Wie heißt der? Seelan? Ah, okay. Seelan heißt er. Da holen wir uns am besten eine Finsterniskarte. Und wir haben eine Evil Bros, das heißt, wir können unser Turbo holen.
meine, Turbo haben wir doch, ne? Ja, müssen wir doch dabei haben. Also das ist schon mal eine schöne Starthand. Muss ich ja mal sagen. Wir legen das an. Wir holen uns extra eine... Keine Ahnung, eine Finsternis, die Feuer und die Kampf, würde ich mal sagen. Dann haben wir das schon mal. Haben wir das schon mal. So. Der zwei verschiedene Floings. Oh, da in Entwicklung. Aber kann mich noch nicht töten. Das wäre jetzt... Fick dich! Ausgerechnet die Psycho. Nein! Wir machen das jetzt anders. Wir machen das so. So. Tuning setze ich jetzt mal nicht ein. Weil ich würde gleich mein Turbo rausholen. Mit der Evo Browser und dann können wir von mir aus. Oh nein. Kopf. Wie viel Schaden? Och nö. Ey, dieses blöde Verkokel. Ey, so eine schöne Start hat aber so scheiße gelaufen. Ist das wahr? Ein so frühes Uhafnir-Turbo zu bekommen, ist schon sehr selten, ne? Und dann überlebt es nicht so lange. Ist egal, ob ich jetzt 130... Das hätte mich down gemacht. Das ist ja die Scheiße. Das ist ja die Scheiße. Der hätte ich machen können, was ich will. Ja, das wäre jetzt... Die Karte hätte mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und das war ja auch so ein scheiß Manko wegen diesem blöden Tim Flair-Rüpel. Das ist wirklich echt, echt nervenzerraubend. Professor Eibe. Ach, Professor Esche. Ja, was kannst du jetzt? Discard your hand. Achso, lege deine Karten auf der Ablegestapel und ziehe neue. Zieh sieben neue oder was? Oder so ähnlich, keine Ahnung. Er hat gerade irgendwann auf den Ablegestapel geschmissen, deswegen. Und hat noch Karten gezogen aus dem Deck. Das bringt mir alles gerade gar nichts. Niente. Niente. Was nehmen wir denn? Hier. Hier, das Barschuf. Ich will mein FM noch nicht aufgeben. Aber warum wurde das nicht Neubett genannt? Oder irgendwas mit Fledermaus. Warum FM? Und Uhafnir. Ich verstehe es nicht. Ich komme darauf nicht klar. Um ehrlich zu sein. Ja, irgendwie habe ich noch mit mir gedacht, dass er wechselt. Seefahrer. Kopf. Zahl. Was bezahlt? Ach so. Er kann Wasserenergie. Eine Wasserenergie.
aus einem Ablegestapel holen. Was soll ich jetzt damit? Ich mach zu wenig Schaden. Lol. Ich muss mindestens 30 Schaden machen. Hydropumpe und das war's. Ach ja, ist das herrlich. Wisst ihr das? Ich habe so viel Glück. Ich werde so überschüttet mit Glück, dass das gleichzeitig, dass es das dann zu Pech wird. Ein Sieg. Weil er aufgegeben hat. Alles Niederlagen. So viel Pech kann auch keiner haben, ey. Das heißt, kriege ich hier genug Energiekarten, andere Trainer, gute Trainerkarten, und jetzt habe ich aber keine Pokémon auf der Hand. Ich habe genug Pokémon, ich habe 2x drin. Auch schon wieder nur so eine Scheiße hier. Das hält doch nichts aus. Ich muss jetzt mit Sharon ein Uafnir ziehen. Das Turbo bringt mir momentan nichts. Am besten wäre es, wenn ich beide ziehe. Uafnir und Uafnir Turbo. Oder ein Knackleon und Vibrava. Irgendwas, was mir jetzt irgendwie weiterhilft. Herz der Karten! Bitte! Sei so nett und hilf mir. Ich sag, du sollst mir helfen, du Arsch. Das bringt mich nicht weiter. Hilf! Ich krieg die Krise. Ich bin da verzweifelt. Leute, was ist das hier? Es sind so gute Karten in meinem Deck, aber die bringen mir nicht. Das bringt mir nichts, wenn ich ihn nicht ziehe. Und Weiterentwicklung bringt mir auch nichts. Ich brauche erstmal die Vorentwicklung. Ich glaube, ich hole mir für dieses Deck tatsächlich diese Pokémon Fanclub. Ansonsten gehe ich hier unter. Das glaube ich. Das ist mir jetzt völlig egal. Ich spiele jetzt Sander, ja. Das bringt mir alles nichts. Das ist ja noch schlimmer. Aber immerhin eine Energiekarte, die ich gebrauchen kann. So. Wir haben schon mal einen Sekrum draußen. Das ist ja auch noch... Kann man noch mit anfreunden, nur ich habe keine Energiekarten dafür. So. Jetzt wäre schön. Meine magische Hand muss jetzt ein Uafnir ziehen. Ich habe 2 Stück drin. Es kann sein, dass es auch in Ablegestapel sind. Leider nicht. Das ist noch nicht das, was ich brauche. Man, heile ich mich die ganze Zeit. Neubat. Komm schon. Oh, da kommt ein Galadagladi. Wie heißt das hier auf Englisch? Galate oder so.
Ich bin gespannt, ob ich jetzt morgen immer noch alles auf Englisch habe oder es dauert tatsächlich noch. Was soll ich jetzt mit Benny? Mit Benny kann ich mir eine Elektrokarte, noch eine Elektrokarte und noch eine Feuerkarte holen. Damit kann ich Zekrom ausrüsten. Und das ist auch schon mal, dann bin ich auch schon mal zufrieden. Lex. So, aber nach diesem Kampf muss ich leider Schluss machen. Aber es sind ja auch die 45 Minuten, reicht ja auch. Ich habe ja jetzt auch wieder bestimmt 5, 6 Kämpfe gemacht und davon war ein Sieg dabei, nur weil er aufgegeben hat. Ansonsten war es momentan nur Niederlagen. Ich meine, es ist der 6. Kampf. Ich zähle gar nicht mehr mit. Ich mache einfach nur noch. Ah. Jetzt kommt ein... Das Cresselia. Das ist ein bisschen mir zu früh. Team Flair Rüppel, Team Flair Rüppel, Team Flair Rüppel. Ah, ne, bringt ja auch nichts. Das muss ich dann... Ordentlich Absorption. So. Och, Energiezuwachs. Das ist aber nett von dir. Aber. Eben nach einem Energiestrom. Wir holen uns einfach mal die Karte wieder. So. Jetzt räumt Zekrom auf. Das Problem ist, er hält sich genau um 20. Dann können wir mit Electric Ball, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ultraball. Wieso heißt er nicht Ultraball bei uns? Bei uns heißt er Hyperball. Ich verstehe es nicht. Einige Sachen können wir doch richtig übernehmen. Passt doch. So. Oh, ein Gladi. Okay. Das kann ich natürlich noch nicht erledigen. Mondlichtabsorption. Aber immerhin kann ich das Cresselia down kriegen. Immerhin kann ich diese scheiß Cresselia loswerden. Meine Güte. Ja, ich habe mal einen Pokémon-Kampf gewonnen. Jetzt kriege ich auch noch Benny. Was mir gerade nichts bringt. Ein Trassler wäre jetzt nice. So, Muskelband habe ich leider, glaube ich, nicht drin. 20. Er kann nichts machen. Dragoran. Dragoran, Dragoran, Dragoran. Dragoran. Dragoran ist super. Dragoran ist super. Ah, scheiße, geht ja gar nicht. Ja. Ah, warte, 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 Benny, 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 Benny. Wir haben doch noch, wir haben doch noch. Natürlich. Keine Ahnung, was nehme ich denn jetzt noch mit? Ich weiß es nicht. Wir nehmen die Kampf mit, dann haben wir die schon mal. Und die Blitz hier. Kopf hauen, ich kann doch noch eine Energiekarte anlegen. Nein, kann ich nicht. Oh, scheiße, kann ich nicht. Egal. Ah, natürlich. Egal. Ist okay. Hab ich jetzt falsch gesehen. Natürlich zwei Blatt und nicht zwei Dinger. Ist aber noch alles ein Rahmen. So, mächtiger Sturm. 40. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir die richtigen Karten drauf.
Und zwar Schalldüse und ich werde die Blitzenergie nämlich wegschmeißen. Weil ich das nämlich mit Sekrom alles holen kann. Ich lege hier die Blitzenergie an und dann hat sich die Sache auch schon. Das ist nicht so das Thema. Ich brauche aber am besten noch Pokémon Center Darm. Das wäre jetzt nice. So, ich muss gerade überlegen. Wenn ich seinen Glader Gladi down habe, sieht es verdammt gut für mich aus. Nach langer, langer Zeit. Eine Evo. Wir werden das jetzt aber anders machen. Wir machen das so. Wir machen Schalldüse ohne irgendwas anderes. Das reicht vollkommen aus. Zeprum ist auch eigentlich so gut wie fertig. Da haben wir das Mewtwo AX. Sehr nice. Und zur Not können wir eigentlich auch die Karten holen. Und die Evo. Oh, ist das herrlich. Meinst du, der Mülltank hält mich auf? Das glaubst auch nur du. So, jetzt leg ich mal los. Yes! Entfaltet sich dieses Deck, wie es eigentlich ist. So. Schalldüse. Ist mir eigentlich völlig egal, weil ich kann mir ja gleich wiederholen. So, jetzt kann er eigentlich nur noch aufgeben. Dankeschön. Dankeschön. Ach. Das ist jetzt scheiße. 5 Punkte nur. Ich habe so hart gekämpft. So hart. Immerhin haben wir da mal ein bisschen Schaden reingedrückt. Und haben da zumindest jetzt... Da kamen wir weiter. Ja, 2 Wins. Wow. Und das werde ich so oder so nicht mehr schaffen. Weil ich bin... Oh, die Truhe habe ich noch gewonnen. 4 Truhen. Das schauen wir uns noch an. Das schauen wir uns natürlich noch an. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Herausforderung. Nein, in 5 Stunden. Ja. Oder? Doch, 5 Stunden sind das. Ne, oder? Nein, 4 Tage, ne? Ah, okay, nee, 4 Tage, okay, das werde ich. Dann würde ich sagen. Wir werden uns noch das hier noch versuchen, noch zu erledigen. Irgendwie in den nächsten Tagen. Und dann konzentrieren wir uns permanent darauf, um ehrlich zu sein. Wäre es mir schon lieb, wenn ich da, ich weiß nicht, 50 Wins, das ist ja schon krass. Das ist schon krass, 50 Gewinnen. Wie ihr seht, ich habe von 6, 5, 7, keine Ahnung, wie viel ich da jetzt hatte. Wie viel ich verloren habe, ne? Also ich brauche wirklich, ich muss wirklich mir dann ein Deck zusammenstellen, was richtig krass ist. So, lass uns erstmal die Truhen öffnen. Ich bin gespannt. 5 Punkte und ein Kokowai. Fünf Punkte und... Hydra! Hydra! Ja! Ja! Scheiße, Dreck! Trickgefahr EX! Fuck yeah! Scheiße, Dreck, hat das sich gelohnt. What the hell? Und eine Spezialenergiekarte von Finsternis. Jawohl. Und zuletzt kriegen wir noch... Nichts Gutes, aber... Eine weitere X-Karte. Yo! Alter. Alter. Scheiße. Ich krieg einen Herzkollaps.
Wo haben wir dich? Trinke Falo, trinke Falo, trinke Falo. Machen wir das einfach. EX. Trinke Falo, trinke Falo, trinke Falo. Hier. Und er ist. Ja, das können wir in unser. Boom. Das können wir in unser Deck reinschmeißen. Dann haben wir. Dann können wir die Herausforderung noch schneller erledigen. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße, wir haben ja die Entwicklung gar nicht. Gut, dass wir das nicht gebraucht haben. So, ich würde sagen, dann schmeißen wir. Moment, ich mache jetzt erstmal ganz, ganz anders. Ich würde sagen, wir schmeißen leider Gottes Sekrum raus. Dafür schmeißen wir auch die Energiekarten raus. So, dazu machen wir davon noch zwei. Dann werden wir hier Energietausch. Wieso habe ich Energietausch? Was habe ich da für einen Scheiß eingesteckt? Davon kann ich eher was gebrauchen. Und wir holen uns. Wo haben wir das denn jetzt? Moment. Ich will mal das ausprobieren. Ehrlich gesagt, ich will das mal ausprobieren. Flair Rüpel, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Sander packen wir weg. Pokémon Fan Club. Ja, genau. Davon brauchen wir zwei Stück. Das packen wir auch mal wieder weg. Energiezuwachs. Moment. Ist eigentlich völlig egal. So, Evil Browser, Sharon. Das Kartenziehen, Benny, Heiko. Und das probieren wir einfach mal aus. Ich glaube, man. Ah, ich glaube, man kriegt 40 plus HP mehr. Und nochmal 10 Damage. Okay, okay, okay. So. Das werden wir uns morgen reinziehen. Und du, Dino. Damit haben wir unser Deck fertig. Alter, Geilomatico. 1, 2, 3. Alter, jetzt geht's hier rund. Jetzt geht endlich bei mir rund. 1, 2, 3, 4. Eine Mega-Entwicklung. Und Mewtwo X. Alter, ist das geil. Ist das geil. Ach so, ja. Nein, speichern. Scheiß drauf jetzt. Egal, ich mach das nachher nochmal. Gut, Leute. Ach, guck mal, wir sind ja schon wieder fast eine Stunde dabei. Ich hoffe mal, Breakpoint wird irgendwann mal zu Turbo Fieber. Und, aber im Thumbnail werdet ihr natürlich das Deutsche sehen. Da habe ich mir schon die passenden Dinger runtergeladen auf der offiziellen Webseite. Man muss ein bisschen rumsuchen, aber man kriegt alles hin. Gut, Leute, wenn sobald sich das Ganze hier auf Deutsch entwickelt hat, ich weiß, ich traue mich jetzt noch nicht, um ehrlich zu sein, das Luxra-Deck zu holen. Wie gesagt, wenn ihr Codes habt, dann, wenn ihr mir sie spenden möchtet, sage ich mal so, wenn ihr die mir spenden möchtet, könnt ihr mir gerne das per PN machen auf YouTube. Und wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Künstler, der mir gerne Thumbnails erstellt. Nur wenn er möchte, sag ich mal. Es wäre schon nice. Oder ein geiles Logo mit den zwei Logos, die man hier bekommt. Daraus noch irgendwas krasses, geiles baut. Ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht so kreativ drin. Gut, der soll sich gerne auch bei mir melden. Und wir sehen uns morgen um dieselbe Zeit. Mal schauen, ob es immer noch Breakpoint ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, das ändert sich jetzt die nächsten Tage. Vielleicht dauert das ja immer. Das ist die erste Erwartung, die ich mitbekomme live. Ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin.